Zeit für ein neues My Favorites Video. Ich habe ja gesagt, die kommen jetzt jedes Mal einmal im Monat und es ist jetzt schon fast Ende Februar, was ich ultra krass finde, weil der Januar hat so lange gedauert und der Februar ging irgendwie so ultra schnell. Aber deshalb muss ich das jetzt machen, weil sonst ist fast März und dann ist es zu spät für dieses Video. Und deshalb zeige ich euch heute meine Lieblingsgegenstände in allen Kategorien. Also egal was es ist, Make-up, Kleidung, Deko, so Self-Care und Lifestyle-Produkte, Bücher und alles, was mir dann noch so einfällt im Video. Und außerdem haben wir auch einen ganz kleinen Mini-Haul da drin, deswegen ich weiß nicht mal, ob das meine Favorites sind. Aber ich wollte das einfach mit hier reinpacken, weil ich nicht wusste, wo ich sonst reintun soll. Also würde ich sagen, rede ich gar nicht so lange und wir beginnen jetzt einfach mal mit der ersten Kategorie dieses Monats und was mir am meisten gefallen hat. Und zwar nenne ich die Kategorie jetzt einfach Self-Care, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sie sonst nennen soll. Und ich werde da jetzt auch gleich noch mein Make-up reintun, weil ich denke mir so, ich kann auch eine eigene Make-up-Kategorie machen, aber dann ist das zu kurz. Und wir fangen jetzt einfach mit einem Banger an. Ihr seht, was das ist, oder? Das ist der Stanley Cup. Und ich freue mich so, dass die endlich in Deutschland gibt. Ich habe so lange probiert, die nach Deutschland zu bestellen. Es war unmöglich. Beziehungsweise, es hat so viel gekostet. Die haben irgendwie eine Zeit lang um 100 Euro gekostet. Und ich habe mir so gedacht, gib doch nicht 100 Euro für eine Thermoskanne aus. Natürlich ist es ein gehyptes Produkt. Deswegen ist es natürlich auch wieder viel teurer als andere Produkte. Angeblich, da muss ich noch den Test machen. Das machen wir mal irgendwann anders zusammen auf YouTube. Soll dieses Ding ja 8 Stunden kalt bleiben oder so? Also, ich habe das so bei anderen Influencern gesehen. Und es gibt ja auch dieses mega virale Video, was ich glaube mittlerweile 50 Millionen Aufrufe hat, wo diese eine Frau dieses Teil in ihr Auto stellt mit Eiswürfeln und dann, aber das war aus Versehen, das hat sie jetzt nicht extra gemacht, brennt ihr ganzes Auto ab und dieses Teil ist halt immer noch genauso, wie es ist da drin. Also erstmal ist es scheinbar feuerresistent und das zweite ist, da waren dann noch die Eiswürfel drin. Da habe ich mir dann so gedacht, ist das jetzt real? Wir werden es natürlich nie erfahren, ob das real ist oder fake. Es sah natürlich sehr real aus. Sie hat dann auch, glaube ich, ein neues Auto von Stanley geschenkt bekommen. Keine Ahnung, macht es auf jeden Fall nicht nach. Die meinten, die machen das nur einmal mit dem Auto geschenkt. Ich habe jetzt auch so ein Ding. Und ich wollte das mal unbedingt ausprobieren. Und generell, ich finde so pink ist so die schönste Farbe, die man das eigentlich haben kann. Ich finde das so ein bisschen verwirrend, wie man das Ganze aufmacht und so. Und wie man es auch benutzt. Aber es ist wirklich riesig. Da passen 1,8 Liter rein. Es ist ein 2 Liter Thermoskanne, Thermos, wie auch immer. Ganz cool finde ich, hier unten ist das nicht so breit wie hier oben, damit das auch in jedes Auto passt. Und ich überlege mir jetzt so, soll ich mir jetzt so morgens immer so Kaffee abkochen, das hier reintun, das dann in mein Auto stellen, dann kann ich damit zur Arbeit fahren. Mich fragen übrigens ultra viele Leute, wo ich arbeite. Und zwar arbeite ich in einer Marketingagentur, also gar nicht so weit weg von dem, was ich hier gerade auf YouTube mache. Beziehungsweise es ist ja jetzt nicht mal Werbung, es sind einfach persönliche, was heißt Empfehlungen, aber so Lieblinge von mir und wirklich gar nichts in den Videos gesponsert. Also wieder komplett meine ehrliche, unvoreingenommene Meinung. Make-up is up next. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe 2 Produkte. Ich glaube, ich habe sie gerade schon in die Kamera gehalten. Und ich kann euch jetzt mal ganz kurz darüber was erzählen. Weil ich weiß nicht so genau, was soll ich jetzt hierzu sagen, was soll ich jetzt, nicht sagen und so. Schlechteste Video, was ihr jemals gesehen habt. Weil ich werde jetzt über diese Mascara reden. Und ich sage euch jetzt auch, warum dieses Video deshalb so schlecht ist. Weil ich habe die Mascara gar nicht selber drauf. Das heißt, ihr könnt das gar nicht bewerten. Aber ich liebe diese Mascara. Ich habe die neu ausprobiert. Und ich finde die ganz cool und ganz gut. Und ich finde, die riecht auch richtig gut. Ich weiß nicht warum. Ich mache das immer. Ich rieche immer an allen möglichen Produkten. Letztens habe ich so neue Kopfhörer ausgepackt. Beim Büro haben wir so Kopfhörer irgendwie bekommen alle und ich rieche da so dran, alle gucken mich so richtig weird an. Aber irgendwie, ich muss immer an allen Sachen so riechen und das ist ein bisschen komisch, aber mache ich halt einfach so. Das ist so meine Art. Aber die finde ich aus dem DM richtig, richtig gut. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen im teureren Preissegment. Immer noch nicht überteuert. Also ich glaube, die kostet genauso wie andere gute Mascaras von Maybelline oder halt anderen Marken, die sie so im Drogeriemarkt verkaufen. Also DM, Rossmann, was gibt's noch? Müller oder so, glaube ich. Es gibt bei uns gar nicht so viele anderen Drogerieläden. Also ich glaube, es ist ein bisschen deutschlandabhängig. Aber von Maybelline, ich glaube, die kostet so um die 8 Euro. Deswegen, ich finde die ganz, ganz cool. Das Einzige, womit ich so ein bisschen struggle, weil ich bin ja so ein Girlie, ich wasche mir dann mein Make-up einfach in der Dusche runter, was man wahrscheinlich eigentlich nicht machen sollte und das mit Make-up-Wipes und so machen sollte. Aber das hier ist halt ultra wasserfest und ich habe so ein bisschen Probleme, das abzubekommen, weil ich bin so ein Fan von absolut gar nicht wasserfester Mascara. Und das nächste, was ich total liebe, was ich sogar wirklich jetzt drauf habe, wo mir dann nicht aufgefallen ist bei der Hälfte von meinem Make-up, scheiße, ich hätte doch lieber das Produkt benutzen sollen, ist von Glossier dieser Rosebomb.com. Ich glaube, ich habe schon ganz oft was von Glossier gezeigt in dieser Art von Videos. Ich mag den, weil der ist so gar nicht, wie sagt man das, der ist so gar nicht auffällig. Also man sieht halt überhaupt nicht, dass man so einen trägt. Aber es ist halt trotzdem so ein gutes Produkt, womit ihr eure Lippen ein bisschen beschützt.
Und besonders im Winter, weil es ist immer noch Winter. Ich sage zwar immer so Frühlingshaut und Frühlingssachen, weil ich muss mich so selber mental darauf einstellen. Und freue mich schon darauf und so mir ein bisschen so Fraufreude geben. Aber es ist halt noch Winter und meine Lippen sind dann immer ziemlich trocken und reißen dann auch manchmal. Wollen wir natürlich vermeiden. Ja, und deshalb mag ich den total gerne. Und zwar reden wir jetzt über Bücher, Books, wie auch immer, wie wir es nennen wollen, diese Kategorie. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Mats, ich habe diese Bücher schon mal auf deinem Kanal gesehen. Allerdings, wenn ihr die wirklich kennt, dann seid ihr die wahren OGs. Und dann kennt ihr diesen Kanal wahrscheinlich schon seit den Anfängen letztes Jahr. Also letztes Jahr um die Zeit habe ich so angefangen, meine Videos so ein bisschen aktiver zu gestalten. Davor habe ich so einmal alle 5 Monate gefühlt ein Video hochgeladen. Und dann so ab März um die Zeit rum habe ich dann angefangen, aktiv YouTube-Videos zu machen. Und ich glaube, ab da sind wir auch so ein bisschen gewachsen. Also ich glaube, im April oder Mai habe ich dann mein erstes Buchvideo gemacht, wo ich mich geoutet habe. Ich lese Bücher. Und da waren diese beiden Bücher auch, glaube ich, mit drin. Und seitdem habe ich die Bücher nicht mehr angefasst. Also ich habe die letztes Jahr um die Zeit einmal gelesen und dann bin ich so richtig in die Sommerfeelings gekommen und so Frühlingsfeelings und einfach so wärmere Zeit, weil ich hab keine Lust mehr auf dieses kalte Wetter. Gestern war irgendwie der größte Sturm gefühlt aller Zeiten. Also ich konnte nicht einschlafen, es war so laut und es hat mich so genervt. Und ich möchte jetzt einfach mal, dass die Sonne scheint. Ich möchte die Sonne wieder sehen. Ich habe die Sonne in, weiß ich nicht, wie vielen Tagen nicht mehr gesehen. Und wenn nicht in echt, dann zumindest in diesen beiden Büchern. Das sind beides so richtige schöne Sommerbücher, also richtig konträr, so wie es gerade hier in echt ist. Das ist einmal Beach Read von Emily Henry und das andere ist Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid und ich finde die beide mega, mega cool. Also das hier ist eher so eine Drama-Story und das hier ist eher schon so Love-Story. Das erinnert mich tatsächlich mega an diesen Film, wo die Lüge hinfällt. Mega cooler Film, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also wenn ich so Film-Favorites hätte, dann wäre das natürlich auch ein Favorite von mir im Februar. Dieses Unwritten-Lied ist immer in meinem Kopf. Und Beach Read erinnert mich so ein bisschen daran. Also die Story ist so ziemlich ähnlich, so ein bisschen Enemies to Lovers, aber auf so einer witzigen, Humor, schönen, lustigen Basis. Und es ist einfach so eine richtig schöne Feel-Good-Story, wo man dann am Ende rausgeht und so ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Und das finde ich bei dem Buch richtig, richtig schön. Und ich glaube, wir thematisieren dieses Buch einfach nochmal in meinem Booktalk, was ja jede Woche Montag kommt. Also in diesem Wochenblog, da ist immer Booktalk mit drin, falls ihr meine Videos nicht so gut kennt und falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Die nächste und wahrscheinlich letzte Kategorie, weil mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe absolut keine neue Deko diesen Monat gekauft. Ich weiß nicht warum, vielleicht sieht es nächsten Monat anders aus. Vielleicht mache ich dann diesen Favorites Haul bzw. dieses Favorites Video auch einfach mal eher im Monat. Jetzt, ich habe gar nicht so viel zu zeigen, aber ich möchte es natürlich auch real halten, dass ich euch wirklich Produkte zeige, die ich cool finde und die mir so ein bisschen meinen Monat verschönert haben. Und dazu gehört hoffentlich, weil ich weiß es ja noch nicht, auch dieses Paket. Mir fällt gerade auf, ich halte es die ganze Zeit falsch herum. Ist ja mal mega peinlich. So rum ist, glaube ich, besser. Das ist ein Paket von Intimissimi. Ich habe es mir in die Stadt liefern lassen und habe es abgeholt. Und zwar sind hier 2 Oberteile drin. Erstmal, ich liebe diese Intimissimi-Oberteile. Die sind so gemütlich. Ich finde die so schön. Und die sind so einfach so toll. Also die haben einfach so einen richtigen Touch, so Girly-Girl-Touch. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Die sehen auch immer so richtig classy aus und gut, wenn man die trägt. Und ich werde die auch gleich einmal ganz kurz anprobieren und euch dann eine Meinung dazu geben. Aber ich habe das einmal in schwarz, wie ihr sehen könnt, hier mit so Rüschen bestellt. Finde ich total schön. Und wusste ich auch, dass ich das schön finde, weil ich habe das gleiche Oberteil schon ohne Rüschen. Also eigentlich kann man sagen, dass es zu den Favorites gehört. Ich habe es jetzt einfach nur nicht in dem Video so vorher schon gesagt. Also es wirkt so, als hätte ich die Sachen noch nie gesehen. Aber genau dieses Oberteil habe ich halt schon in dunkelblau und jetzt habe ich mir noch mein hellblau bestellt. Und ich finde es für den Frühling richtig, richtig schön. So ein schönes Himmelblau, man fühlt sich so richtig wohl und ich hoffe, sieht auch gut angezogen aus. Deswegen würde ich sagen, ich rede gar nicht so lange und wir probieren diese beiden mal zicki-zacki an, mal ganz schnell. Bevor ich euch ins Auto schicke, habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar möchte ich euch mein Lieblingsbikini für 2024 zeigen. Ist noch mega, mega früh. Ich weiß, es wird wahrscheinlich auch noch mal ein anderes Video geben, wo ich mal mehr über solche Sachen spreche. Also auf keinen Fall werde ich die anprobieren. Und das sage ich jetzt schon. Ganz kurzes Shoutout. Dieses Outfit finde ich auch mega, mega cool. So könnte man eigentlich auch sagen, dass das auch ein Favorite von mir ist. Falls ihr mein 300 Euro Spring Haul, das ist übrigens Teil 1, also woher dieses Outfit ist, noch nicht gesehen habt, checkt es gerne mal aus. Da packen wir das zusammen aus. Ich sage euch auch, woher das Ganze ist. Und dann seht ihr es. Also see you there. Wahrscheinlich was Dunkles eher darunter ziehen müssen. Aber ich habe nicht so viel Zeit, deswegen. So sieht das aus. Und ich finde es so schön. Ich liebe dieses Oberteil. Es ist richtig schön gemütlich, schön toll. Daumen nach oben von mir.
Und ich behalte es. Also das wollte ich noch dazu sagen. Und mir ist aufgefallen, das ist gar nicht schwarz, das ist dunkelblau. Deshalb, ich habe das extra bestellt, weil das gut zu meiner Winterjacke passt. Und dann kann ich die Sachen zusammen anziehen und dann fällt das nicht so auf. Und ich bin momentan in meiner dunkelblau-Era. Aber das andere ist ja auch blau, deswegen ziehe ich das mal eben auch an. Oh. Irgendwie ist es mir so ein bisschen zu durchsichtig. Also ich finde es mega, mega, mega schön. Und besonders die Farbe gefällt mir auch. Aber ich bin mir total unsicher, weil es halt so wirklich so ein bisschen durchsichtig ist. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera nicht so rüber, wie es in echt aussieht. Aber ich bin mir so ein bisschen unsicher. Aber es gefällt mir an sich. Back zu Madeleine, wo ich da auf meinem Bett sitze. Und das ist einfach so eine Empfehlung von Girl to Girl. Also, falls ihr einen schönen Bikini sucht, ich kann euch die von Design Bessie richtig gut empfehlen. Die haben eine mega krasse Qualität und die sind nicht teuer. Die sind so teuer wie die von H&M und das ist so eigentlich ziemlich günstig in der Bikini-Welt. Weil ich sehe manchmal so welche, da kostet das Oberteil alleine 30. Und das hat zusammen einfach 30 gekostet. Also Oberteil und Hose, deshalb ganz große Empfehlung von mir. Und der Stoff fühlt sich auch ziemlich gut an. Also ich hoffe, dass wenn der nass wird, dass er dann immer noch so schön glitzert und so schön glänzt und so richtig toll aussieht. Fette Empfehlung von mir an der Stelle. So, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und abonnieren auch nicht vergessen, falls ihr auf mein Video von Amis geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, ciao. Love you.